Herzlich willkommen zurück, euer GB Crazies mit dem Start, ihr verrückten Vögel, wir sind wieder in Dungeon Boss. Alles in Ordnung, Rox. Ich bin total erblüht. Ja, und zwar heute hat natürlich das, nicht heute, gestern hat natürlich das Event begonnen, um unseren Banderbären freizuschalten. Allerdings würde das so lange dauern, deswegen gucken wir uns einfach nur das Turnier an. Besser gesagt, das Turnier, um ihn überhaupt, Event an, um ihn überhaupt freizuschalten. Hier mal unseren Panda in mehreren Posen. Ist immer gut, unseren kleinen Panda hier. Natürlich haben wir auch noch Dead Eye gerade im Portal. Also falls ihr genug Diamanten habt und wollt unbedingt Dead Eye hochziehen, er ist gerade im Portal. Ja, habe ich ja schon gesagt. Mach mal doppelt. Hui. So, wir wollten uns aber nicht Dead Eye angucken, sondern das Event. Und zwar, wir können hier natürlich, wie es so üblich ist im Gilden-Turnier, uns die Trocken auch dafür freischalten. Und zwar, die Inseln gucken wir uns gleich an. Ich wollte eigentlich ein Video noch bei Crow machen. Allerdings trifft es ja gut, dass fast das gleiche noch einmal ist. Ja, die Events haben sich ein bisschen erneuert. Die Eventaufgaben auch hier ist zum Beispiel, naja, sehr viel Wiederholungsgrafel. Aber ansonsten schließe mit 3 Sternen die Insel-Dungeon ab. Sollte eigentlich funktionieren. Dann Accept. Ein Haufen Raids. Jo, und halt so ein Haufen Zeugs klumpert halt. Dann ein Dungeon-Spiel mit Homunculus und so weiter und so vor. Ja, ist eigentlich ganz, ganz standardmäßig, solche Events. Und dafür bekommt man halt 5 Panda-Marken und 10 braucht man, um den Helden freizuspielen. So, jetzt geht's aber an das Besondere, was auch schon im letzten Gilden-Turnier mit Crow war. Dieses Fury Unbounded. Wir werden Fury Unbounded spielen. Und hier haben wir natürlich Crow als Gegner. Besser gesagt Storm Crow, The Punisher. Ja, erinnert ein bisschen an. Ja, und wir werden natürlich auch noch unseren Banderbären ausprobieren. Lin Jin, glaube ich. Sollte ich mich ärgern? Ihren, Alter. So. Wie machen wir das? Gute Frage, nächste Frage. Machen wir das so? Ich bin mir nicht sicher. Ach, können wir machen. Ich hätte mehr Elixier mitnehmen sollen. Hätte ich wenigstens alle. Ach, hei. Mal gucken, wie lange wir es aushalten. Vielleicht brauche ich es ja nicht. Aber okay. Den Sturmcrow kommen wir jetzt im Gegensatz zum letzten Mal down. Letztes Mal ist es eigentlich nur mit Hilfe der Gilde gegangen. Aber so bekomme ich den ziemlich rucki-zucki weg. Mit ein paar Schlägen, würde ich sogar sagen. Sollte gar nicht mal so lange ausdauern. Der letzte im Gilden-Turnier war absolut nicht runterzukriegen. Das zeige ich euch gleich, wie ich das meine. Weil der ist jetzt Geschichte. Das Doomcrow hier. Das war's. Hat nicht mal eine Runde gedauert. Beim letzten Mal war es nicht so einfach. Schade, aber okay. Das war jetzt easy. Aber sowas von easy. Ach, schön. Du bist 7. in your guild. Ich bin 7. in meiner Gilde. Ach ja, weil ich das erste Mal gespielt habe. Schade. Aber wir haben ein Minium State vorbei. Sehr schön. Haben dafür 25 Gilden trocken bekommen, ey. Was willst du mehr? Das kann ich natürlich wiederholen in einer Stunde. Oder ich warte. Oder besser gesagt, ich kann es refreshen. Egal. Wie gesagt, Diamanten ausgeben, da geht immer schneller. So, das Interessante ist jetzt aber unser Banderbär. Ja. Und dann machen wir das gleiche nochmal. Wir werden natürlich verrecken. Ich sag's schon mal, wie es ist. Weil das genau das gleiche ist wie bei. Fast das gleiche ist wie bei
Stormcrow, die erste Version. Die habt ihr leider nicht gesehen. Nur jetzt. Aber das ging ziemlich easy. Hier haben wir schon 75% Damage gemacht wegen Lord Zoom. Ja, Lord Zoom ist geil. Den Bannerbär werden wir nicht zu Fall bekommen. Sondern wir werden einfach Damage bekommen. Ich meine, ich mach Damage, nur ich ziehe eigentlich ihm schon die meisten Damage damit ab, dass ich überhaupt da reingehe. Da guckt euch mal. Der ist totgeweiht. 40.000 Damage. Der Balken bewegt sich null. Das Ding hat wahrscheinlich 1 Billiarde Death. Sagst du das? Der hat wahrscheinlich Death bis zum geht nicht mehr. So. Lebloser Atem. Schönes Ding. Au. Ja, wir machen aber wenigstens sehr viel Damage und das ist ja schon gut. Au. Und das ist die gute Fähigkeit des Bannlers, nur dass ich die, bevor ich den Angriff überhaupt tätige, schon zu spüren bekomme. So, Abwehrschlag. 10.000 Damage. Ist ja eigentlich fast gar nichts, was ich Damage ziehe. Verstummt bin ich andauernd. Ist natürlich 150.000 Damage. Das musste man haben. Bin natürlich am Schweigen. Bisschen schade ist. Bin mal gespannt, wie viel Damage ich hier reinziehe. Sehr viel wahrscheinlich. Vorher waren es 150.000. Müsste jetzt noch ein bisschen mehr sein. So, Angriff der Untoten, würde ich mal sagen. Bams. Oh. Will gar nicht wissen, wie viel Damage ich da reinziehe. Bams. Au. 50.000 wieder mal. So, jetzt sind wir einmal Totwein wieder in Typen. Den kriege ich eh nie down. So, kriege ich eigentlich meinen Untoten? Ja, ich bekomme meinen Untoten. Sehr schön. So war nämlich Stormcrow im vorigen Event. Das wollte ich euch zeigen. Der frisst normalerweise mir den ganzen Charakter weg und ich kann ihn ja nicht wiederbeleben. Also, wenn mein Lord Zoom fällt, war es das. Aber dabei können wir eben noch Damage zuziehen. Ohne Ende. Wir machen einen Spotter drauf. Vielleicht reagiert er ja drauf. Wahrscheinlich eher nicht, aber okay. Ouch. One hit. Down. Genau das meinte ich. So war Stormcrow früher. Ich habe nur 600.000 Damage gemacht. Okay. Aber ich bin Vierter in meiner Gilde. Ich muss vielleicht eine effektivere Waffe gegen ihn suchen. Aber 400.000 Damage, also 600.000 Damage, gar nicht zu unterscheiden, ja? Unterscheiden. Zu unterschätzen! Ach! Deutsch war echt. Genau. Deutsch ist. Hui. Nicht vergessen, wir haben 1.100 Abonnenten. Vielleicht schaffen wir es ja noch bis zum Jahresende. Bis zum. Ich kann heute nicht mehr reden, Alter. Fürs Mitleid. Komm, gib mir ein Mitleids-Abo. Für den Typen, der nicht mal Deutsch reden kann. So, sehr gut. Haben wir das abgeschlossen? Und natürlich sammeln wir unsere Aufgaben ein bisschen rein. Wir haben ja fast alles abgeschlossen. Aha. Was ist denn das? Achso, ich muss 3 Inseln mit. Oh, 3 Insel-Dungeon mit 3 Sternen abschließen. Okay. Das kann ich, mach ich nachher selber. Aber wir wollen ja unseren Helden noch angucken. Gehen wir gleich eine Insel-Dungeon nebenbei auch noch abschließen. Puh. So. Jetzt geht's aber an den Bannerbergen. Wir gehen in die Zwergenbudel. Egal. Wir holen uns einen Banner. Fertig ist. Ich versuche gar nicht, mal zu reden. Nein, lass mal das. Gucken wir uns lieber den Panda an. Und den Crow nehmen wir auch noch mit. Ein Heiler ist auch immer zu nützen gebrauchen, ja. Der hat wenigstens noch Runen drin. Aber ich glaube, der Banner würde ausreichen. Als erstes, ja, verstummen ist immer super. Crow ist super. Nee, Quatsch, das ist der Banner. Das ist Banners Spezialfähigkeit. Wenn angegriffen wird, schockt er zurück. Das ist Special 1. Geht auf alle. Mit Crow können wir auch eigentlich gucken ein bisschen. Nom, 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 nom.
Der Held am Meister. Das ist immer supi. Der kleine Plingeschlingel im Stahlmantel. Ist immer supi. So, zweiter Special. Nice, oder? Verstummt quasi, noch einmal. Dann können wir jetzt hier ein bisschen heilen und Attack hoch. Fast One-Hit. Wir werden jetzt keine Turbo-Schock machen. Dritter Special kommt gleich. Werden wir noch wegen wegessen. Nom nom nom. So, Schock. Und jetzt kommt der Turbo-Schock. Cool, oder? Finde ich auch. Ein richtiger mit Eco dürfte echt gut zusammenarbeiten. Unser Banner. Und Crow doch dazu als Heiler. Könnte echt gut aus Team sein. Voll evolviert natürlich gesehen. Ja. Evolvierprobleme habe ich schon lange nicht mehr. Aber ich finde diesen Special einfach nur geil. Vom Banda, ja. Nice. Jin Lai. Hilfe. So, mach mal weg. Bams. Zwerg weggeballert. Und das ist unser Banda. Jin Lai. Oder Lai Jin. I don't know. Jin Lai natürlich. Ja. Ui. Kann ich noch ein bisschen. So.